Yo Leute, was geht ab heute zu einem nicht ganz anderen Video? Wir haben hier ein Project File schon fertig, habe ich gerade produced. Ich habe jetzt gleich im Anschluss drauf das Video gemacht. Ein kleiner Beat Breakdown für ein Metro Boomin X Future Beat, weil da kommt ja bald ein Album. Metro hat ja getwittert, er schäft sich bis dahin nicht die Haare. Und bis das Album kommt. Also ich bin gespannt auf jeden Fall. Und wir schauen jetzt mal rein, was ich gemacht habe. Erstmal habe ich mir diese drei Samples von Splice geholt. Die habe ich nicht groß bearbeitet, ein bisschen den Pitch geändert, dass der Key stimmt, das Timing geändert, dass auch die Länge bzw. das Tempo stimmt und ein bisschen EQ'd, aber nichts Besonderes. Dann habe ich diese Bassline eingespielt mit dem Preset von Analog Lab, dieses Apache Dance von diesem Sound. Habe ich dann das Low End rausgemacht und habe dann noch einen, wie ich finde, einen sehr cleanen und schönen Bass. Und dort habe ich dann wiederum die Höhen rausgemacht. Zusammen hört sich das so an. Und mit allen Samples kombiniert hört sich das dann so an. Dann habe ich alle Samples rausgerendert zu einem kombinierten Sample und das dann reversed. Und genauso, dass halt die, damit das Timing von dem Bass wieder passt, habe ich den auch gerendert und reversed. Das hört sich dann zusammen so an. Dann noch die Drums, ein Two-Step Hi-Hat Pattern und eine Rim. Kombiniert mit diesen Kick-Pattern und einmal auf jeder 1 die Spins 808. Dann habe ich auch noch, um ein bisschen Variation reinzubringen, am Ende noch eine, beziehungsweise generell eine Hi-Hat-Roll gemacht, die ich dann aber später rausgerendert habe. Kommen wir gleich dazu, die hört sich so an. Um Variation reinzubringen, habe ich hier noch ein zweites Hi-Hat-Pattern gemacht, das ist eingezeichnet und nicht irgendwie aus dem Pack raus, will ich extra nochmal sagen, das bin ich ein bisschen stolz drauf. Dann habe ich noch diesen komischen Sound gefunden, der hört sich so an. Das Panning ist schon von Haus aus so. Da kommen wir zum Arrangement. Am Anfang habe ich diese Vocals introduced, dann mit dieser 808 Roll den Übergang gemacht. Später dann einen kleinen Teil von dem Vocal Sample genommen, das hier geloopt. Zusätzlich, um wieder den nächsten Step zu introducen, habe ich wieder die Spins 808 einfallen lassen mit dieser Roll. Hier genauso. Und am Ende auch nochmal als Outro. Immer mal wieder zwischen den Special Hi-Hat Pattern und diesen Two-Step Hi-Hat Pattern gewechselt. Und dann habe ich mir noch einen kleinen Spaß erlaubt. Ich hoffe, ihr hatet nicht. Ich habe zwei. Wir hören uns jetzt den fertigen Beat an. Ich hoffe, der Beat gefällt euch. Wenn ja, liked es gern. Und ich hoffe, ihr seid inspiriert und könnt jetzt auch cool producen, Leute. Haut rein und ciao!